Von meinem Sponsor Gearbest habe ich einen Lasergravierer Typ Neje KZ3000 erhalten. Mit einem Raspberry Pi und einer Powerbank habe ich diesen zu einer mobilen Gravierstation ausgebaut. Mit dem 3000mW Laser können Grafiken auf die Oberfläche unterschiedlicher Materialien gebrannt werden. Hier graviere ich mein Maskottchen auf ein Stück Holz. Raspberry Pi und Powerbank sind in dem mit einem 3D-Drucker gefertigten Sockel untergebracht. Mit den 10.000 mAh der von mir genutzten Powerbank kann der Gravierer für etwa 2 Stunden betrieben werden. Da beim Gravieren das Material vom Laser verdampft bzw. verbrannt wird, entstehen Dämpfe, die gewaltig stinken und alles andere als der Gesundheit zuträglich sind. In geschlossenen Wohnräumen sollte das Gerät nicht betrieben werden, die mobile Gravierstation kann aber einfach nach draußen mitgenommen werden. Ein weiterer Sicherheitsaspekt betrifft das energiereiche Laserlicht. Man sollte beim Gravieren niemals direkt in den Laserstrahl blicken, eine Kamera kann man riskieren, sein Augenlicht aber nicht. Einzige Schutzvorrichtung ist eine grün getönte Plexiglasscheibe, die mit Hilfe zweier Magnete an der Vorderseite angebracht wird, die beiden Seiten bleiben offen zugänglich. Es ist daher dringend zu empfehlen, zusätzlich eine Schutzbrille gegen das Laserlicht zu tragen, leider befindet sich diese nicht im Lieferumfang. So gerüstet kann der Gravierer in Betrieb genommen werden. Die mitgelieferte Software läuft nur unter Windows, einem Betriebssystem mit nicht zugänglichem Quellcode und integrierten Spionagefunktionen, von dessen Verwendung ich dringend abrate. Mithilfe einer Software zur Überwachung der USB-Schnittstelle habe ich die Befehlssequenzen ausgelesen und ein eigenes Kommandozeilenprogramm geschrieben, das unter Linux läuft. Zusätzlich habe ich den Webserver Apache auf dem Raspberry Pi installiert, um eine grafische Benutzeroberfläche implementieren zu können. Somit kann der Gravierer von jedem Endgerät mit Browser bedient werden, hier verwende ich mein Smartphone, auf dem Lineage OS läuft. Die von mir geschriebene Software und weitere Infos gibt's auf meinen Seiten als Download. Ein Schrittmotor bewegt den Laserkopf längs der X-Achse. Der Tisch mit dem zu gravierenden Objekt wird mit einem zweiten Schrittmotor längs der Y-Achse bewegt. Die Führungsschienen und die Spindeln sollten von Zeit zu Zeit ein wenig gefettet werden, um die Mechanik schön leichtgängig zu halten. Das Objekt wird von zwei Gummibändern auf dem Tisch fixiert. Zusätzlich befindet sich eine Gummimatte im Lieferumfang, die ein Verrutschen glatter Objekte während des Gravierens wirkungsvoll verhindert. Da unterschiedlich dicke Objekte graviert werden können, muss der Laser vor dem Gravieren auf die Oberfläche fokussiert werden. Dazu wird die Linse am Laserkopf entsprechend eingestellt. Die zu gravierende Oberfläche muss mehr oder weniger plan sein, da ansonsten der Laser nicht an allen Punkten korrekt fokussiert ist. Die Farbtiefe der zu gravierenden Grafik muss 1 Bit betragen, es werden also nur Schwarz-Weiß Bilder verarbeitet. Über das Browser-Interface kann eine Grafik mit den entsprechenden Parametern ausgewählt werden. Mithilfe einer Vorschaufunktion fährt der Laser die Kanten der zu gravierenden Fläche ab, wobei der Laser mit nur sehr geringer Leistung angesteuert wird. Somit lässt sich die Gravur korrekt platzieren. Über Schaltflächen kann die Laserleistung und die Einbrenndauer eingestellt werden, für das hier zu gravierende Holz haben sich 70% Laserleistung und eine Einbrenndauer von 20 Millisekunden als ausreichend gezeigt. Durch Drücken der Schaltfläche Start wird die Grafik zum Gravierer hochgeladen und der Auftrag anschließend gestartet. Wie bereits gezeigt, können Grafiken auf der Oberfläche von Holz eingebrannt werden. Der Arbeitsbereich beträgt 37×37 mm und in diesem Bereich werden maximal 490×490 Punkte gesetzt, also vom Laser eingebrannt. Mein Maskottchen besteht aus einer 459×490 Pixel Grafik, nutzt die maximal mögliche Arbeitsfläche also fast aus. Rein rechnerisch beträgt die Punktedichte 336 Punkte pro Inch. Die Bitmap Grafik wird zeilenweise graviert, dabei werden die Zeilen abwechselnd von links nach rechts und von rechts nach links abgearbeitet. Wie groß die gesetzten Punkte ausfallen, hängt von der Fokussierung des Laserstrahls und den gesetzten Parametern ab,
Je höher die Laserleistung und je länger die Einbrenndauer, umso breiter werden die einzelnen Punkte. Mit den hier verwendeten Parametern ist die Grafik nach etwa 20 Minuten fertig. Je mehr schwarze Punkte gesetzt werden müssen, umso länger dauert eine Gravur. Die erzielten Resultate sind sehr gut. Die Pixelstruktur ist selbst bei genauem Hinsehen nicht auszumachen. Die Oberflächenrauigkeit hat einen größeren Einfluss auf das Ergebnis. Beispielfotos in hoher Auflösung gibt's auf meinen Seiten. Graviert werden können die meisten Stoffe, die brennbar sind, so auch Leder oder Kunstleder. Soll die Oberfläche eines transparenten Kunststoffes graviert werden, so muss diese zuvor mit dem beiliegenden Stift geschwärzt werden, ansonsten durchdringt das Laserlicht das Material, ohne es zu erhitzen. Ich arbeite mit einer Einbrenndauer von 30 Millisekunden bei 70% Laserleistung, womit deutlich sichtbare Linien abgetragen werden. Das Ergebnis ist nicht schlecht, ich habe mit dem Stift die Oberfläche allerdings nicht gleichmäßig eingefärbt. Huddeln bei der Vorbereitung wird durch schlechte Ergebnisse bestraft. An unzureichend vorbehandelten Stellen sind die Linien unterbrochen. Die Oberfläche mit schwarzer Farbe vorzubehandeln gilt auch für stark reflektierende Oberflächen. Hier graviere ich weißen Kunststoff. Besprüht man den weißen Kunststoff mit einer permanenten Farbe und trägt diese mit dem Laser ab, erhält man ein Negativ des Musters. Die Einbrenndauer zum Abtragen des schwarzen Lacks ist mit 15 Millisekunden bei 70% Laserleistung deutlich geringer als im vorherigen Experiment. Die Ergebnisse beider Varianten sind recht gut. Dünne Materialien wie Papier können komplett durchtrennt werden. Besonders gut gelingt es mit gefärbtem Papier, welches das Laserlicht besser absorbiert als weiße Oberflächen. Die Wellenlänge des verbauten Lasers beträgt 445 Nanometer, liegt somit im blauen Bereich des sichtbaren Lichts. Rotes, gelbes oder grünes Papier absorbiert diese Wellenlänge gut. Somit können zum Beispiel Schablonen zum Lackieren ausgeschnitten werden. Filmen und gleichzeitig lackieren funktioniert nicht so gut. Das Resultat ist aber schon mal nicht so schlecht. Auch Klebefolien können komplett durchtrennt werden, hier entsteht Buchstabe für Buchstabe ein Schriftzug. Nach etwa 7 Minuten ist der erste Buchstabe ausgeschnitten. Die Maschinenparameter müssen so gewählt werden, dass die Klebefolie sauber durchtrennt wird, das Trägermaterial allerdings intakt bleibt. Ich habe mit einer Laserleistung von 70% und einer Einbrenndauer von 35 Millisekunden sehr gute Resultate erzielen können. Der fertige Schriftzug ist etwa 360 mm lang und 35 mm hoch. Metalle können nicht graviert werden, man kann die Oberfläche aber indirekt bearbeiten. Dazu habe ich ein Stück Aluminium mit schwarzem Lack besprüht. Da Aluminium ein sehr guter Wärmeleiter ist, habe ich die Laserleistung auf 80% und die Einbrenndauer auf 100 Millisekunden gesetzt. Selbst damit lässt sich der Lack nicht vollständig, aber zumindest weitgehend abtragen. Anschließend wird das Motiv mit ein paar Tropfen konzentrierter Natronlauge beträufelt. Nach etwa einer halben Stunde Einwirkzeit ist das Ergebnis gut sichtbar. Zu wenig und das Motiv tritt nur schlecht hervor, zu viel und Details gehen verloren. Die Abmessungen des sehr kompakten Geräts ohne den Sockel aus dem 3D-Drucker betragen etwa 16x16x20 cm.
Das beiliegende Steckernetzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt bei bis zu 2 Ampere ist ausreichend isoliert, von der elektrischen Seite ist also alles im grünen Bereich. Aufgrund des nicht vollständig abgekapselten Laserlichts und der entstehenden Dämpfe beim Gravieren sind jedoch grundlegende Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Alles in allem ist der Neye KZ3000 ein günstiger Einstieg in die Welt der computergesteuerten Lasergraviere. Auch wenn der Arbeitsbereich nicht allzu groß ist, macht das Experimentieren mit dem Gerät reichlich Spaß. Weitere Infos, die von mir geschriebene Software und die 3D-Dateien für den Umbau gibt's wie immer auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!